Kerstin, bist du religiös? Überhaupt nicht. Warum? Weil ich es für mich nicht brauche. Also ich kann verstehen, dass andere Leute das brauchen, ja, an irgendwas zu glauben, was nach dem Tod kommt, aber ich brauche es nicht. Und also ich fühle mich jetzt hier ganz wohl und genieße oder versuche mein Leben zu genießen und da brauche ich jetzt noch nicht dran denken, was dann nach dem Tod passiert und ob ich in den Himmel oder in die Hölle komme. Du glaubst an Himmel und Hölle? Nein. Sondern? Naja, ganz ehrlich, ich glaube, dass dann einfach Schluss ist. Also wenn man stirbt, dann ist man tot und dann kann man höchstens in den Erinnerungen von den Menschen weiterleben, aber es, also ich glaube nicht, dass es einen Himmel oder eine Hölle gibt. Mhm. Welche, also es gibt ja tausende von Religionen. Welche Religion glaubst du, kommt dir noch am nächsten? Ich glaube wahrscheinlich der Buddhismus. Weil? Weil da das Leben wertschätzen ganz besonders hochgehalten wird. Wertschätzung? Ja. Was ist das, Wertschätzung so? Naja, also ich sehe das ja so. Wir Menschen, wir sollten uns einfach darauf besinnen, dass wir Menschen sind. Und sich die Frage stellen, was macht Menschlichkeit aus? Und für mich macht Menschlichkeit aus, sich gegenseitig zu helfen, sich gegenseitig wertzuschätzen, also Respekt entgegenzubringen und Freundlichkeit. Ah ja, Freundlichkeit, ja. Hilfsbereitschaft, Wertschätzung. Das genau. Macht so aus. Das würdest du sagen, wäre so dein Ding? Ja, schon. Ja, warum praktizierst du das zu Hause nicht? Also das hat ja den Grund, dass es hin und wieder sein kann, wenn ich schlecht geschlafen habe und müde bin, dass es dann vielleicht mit der Freundlichkeit so ein bisschen weniger ist. Du glaubst also, dass der ganze Terrorismus der Welt auf Schlaflosigkeit basiert? Also in meinem Fall wäre es so. Also solche Gedanken habe ich ja nur, wenn ich müde bin und mir jemand auf den Senkel geht. Sehr interessant. Und, also liegt es eigentlich vielleicht gar nicht an mir, vielleicht liegt es eher an dir. Dass wenn ich schlecht geschlafen habe und du mir auf die Nerven gehst, dann liegt es vielleicht eher an dir. Ich glaube, das ist eher deine Schuld. Sag mal, spinnst du eigentlich? Das ist nicht Wertschätzung, was du mir im Moment entgegenbringst. Ja, aber ja, gut. Ich gebe dir nur eine Hilfestellung. Ja, ist ja klar, weil du bist ja perfekt. Ja. Ja.